YouTube, wir sind live auf Twitch, wo denn sonst? Link dazu in der Videobeschreibung und wir spielen heute ein Spiel, das ich unglaublich geliebt habe, damals auf der Xbox 360, Overlord. Hier muss man böse sein und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem neuen Spiel. Wir spielen die PC-Version mit einem Controller, weil ich es damals, wie gesagt, auf der Xbox gespielt habe und geliebt habe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Bewertung dalassen, auf Twitch vorbeikommen. Dort können wir live miteinander diskutieren. Let's go. Wer ist es? Reib dem Säure in die Augen, damit er wach wird. Meister, das Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Ich bin Knarl, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Na. Der gute alte Knarl, ne? Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. So. Ich habe sehr lange geschlafen, aber der Knarl, der hat mich aufgeweckt. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Also ja, wie gesagt, ist schon ein bisschen älter, wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie 15 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wann der erste Teil rausgekommen ist. Und wir müssen hier in so einem Action-Rollenspiel Minion-Control-Mix, auch ein bisschen Strategie-Elemente sind drin. Oh, dankeschön, Limbus und Nick. Müssen wir die Schergen kontrollieren? Wir sind ja Overlord, wir haben lange geschlafen, aber jetzt sind wir erwacht und die Schergen wollen uns dienen. Später haben wir unterschiedliche, wie zum Beispiel blaue Schergen, rote Schergen, grüne Schergen und so weiter. Und die können auch Items scrappen und sich entwickeln und bla bla bla. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Tja, sollen wir die Steuerung kennenlernen? Eure Schergen folgen euch überall hin, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. So, die folgen mir überall hin, solange ich ihnen keine Aufgabe gebe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ging. Es ist schon so lange wieder her. Skior, dankeschön für den Sub. Boah, das läuft aber so ein bisschen. Es stottert so ein bisschen. Ob das noch besser wird? Ach, alte Spiele. Immer ein bisschen tricky. Also nur, wenn ich laufe. Es ist so ein leichtes Stottern mit drin. Steuerung lernen. Er gibt mir hier gar keine Tipps. Warte mal, wo ist denn das Tutorial? Ah, jetzt geht's. Ob es bei mir auch so brutal warm ist? Ja. Ja. Sind wir von hier gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, von hier sind wir gekommen. Moment, dann gibt's hier noch eine Ecke, wo wir hin können. Oder geht's hier direkt in den Thronsaal? Seid ihr sicher, dass ihr keine Unterweisung wollt? Doch, ich will eine Unterweisung. Dann muss ich ihm folgen. Alles klar. Gnarl, gib mir die Unterweisung. Tutorial Knecht folgen. So, Chef. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können. Und vielleicht ein bisschen Machtlust. Dein Röschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Unser Hofner. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Okay, wir können schlagen mit A. Der dämliche Hofner. Das kitzelt! Guck mal, er kriegt mit der Axt, ne? Jetzt nochmal. Haltet euch nicht zurück. Er drückt hier mit der Axt dem einen rein.
Juckt ihn null. Ja, so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Kommt schon, Metallic! Genau, so ist es richtig. Okay, wir können anvisieren mit LT. Ja, ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Aber es war eigentlich ziemlich simpel, das Spiel. Es war ziemlich simpel. Hey, Prinzessin! Ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Hey, ihr solltet euch besser Ovalam nennen. Aber er liegt doch hier drüben. Ach, und es hat eine richtig geile Story gehabt. Es hatte eine richtig geile Story. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Oh, wie süß. Sie töten sich gegenseitig. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Alle Schergen. Na, kommt. Hey, Herr Overlord, zeigt mir, was Böses. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Stimmt, das ging auch noch. Wir konnten die hier so rumführen. Das ging auch noch. Das war auch richtig cool. Also später wird es auch ein bisschen tricky, das Game. Ist der Böse? Overlord, total überschätzt. Frech, Alter, der Typ da oben. Frech. Lass sie nicht entkommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er nässt sich ein. Schergen! Ich möchte, dass ihr diesen Typen da oben vernichtet. Auf die brutalste Art und Weise. Komm schon. Oma, alles tut mir weh. Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. So sieht's aus. Böse sein... Wir können ihn gern noch ein wenig verprügeln. Böse sein ist Fulltime. Der Hofner ist so ein bisschen wie mein Kreis. Den verprügel ich auch ganz gerne. Gibt doch nichts Schöneres, als ihn ein wenig zu verkloppen, den alten Kreis. Euer Thronsaal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Knecht! Halt's Maul! Ja, es ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper, ne? Es hat so ein bisschen was von Dungeon Keeper. Babams! Böse sein. Es müsste viel mehr Spiele geben, wo man richtig cool böse sein kann. Ich vermisse es einfach, böse zu sein in Videospielen. Oh, sieht aber schick aus. Ah, ihr habt das Tor erschritten, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Ihr habt's gehört. Alle Schergen warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch.
Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Lebenskraft. Die wissen nicht mal, dass sie leben, die Schweine. Los, meine Schergen, vernichtet sie! Eure Schergen bringen euch pflichtbewusst alles, was sie finden. Wie diese Lebenskraft. Sie sind nicht schlau genug, etwas anderes damit zu tun. Ihr könnt auch selbst Lebenskraft aufnehmen, indem ihr euch in ihre Nähe begebt. So muss das, Leute. Du darfst einfach nicht zu schlaue Sklaven haben. Die müssen sie doof sein. Sie fressen immer nur Gras, solange bis sie getötet werden. Voll dumm, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, scharf sein ist irgendwie dämlich. Aber Mensch sein ist auch nicht wirklich besser. Wir fressen Meckes, bis wir getötet werden. So, es gab keine freie Kamerasteuerung. Nutzlose Kreaturen. Es gab keine freie Kamerasteuerung. So, gib mir mal hier noch Schergen. Komm ich da ran? Maximal 5 können wir im Moment haben. Gut, das reicht aber, um uns das jetzt... Ah ne, da kommen wir noch gar nicht ran. Da kommen wir noch gar nicht ran. Töten, töten. In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürlich Dinge zu töten. Der freut sich jemand, ne? Böse sein ist einfach sexy. Böse sein ist einfach nur verdammt sexy. Was meint ihr, Chat? Werdet ihr lieber gut oder böse? Wahrscheinlich auch lieber böse, oder? Hier kommen wir nicht weiter. Aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule. Zusammen können sie sie bewegen. Auf, ihr verfaulten Fleischklumpen! Macht euren Meister stolz. Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen. Haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Wir haben ein wenig Kürbis-DNA, doch. Sie schreien! Die Kürbisse schreien! Sie haben Angst! Zerstört sie! Zerstört sie! Ich zerstöre alles, mein Freund. Alle Kürbisse dieser Welt müssen weg. Oh, guck mal, die ziehen sogar die Kürbisse an. Als Helm. Ist das nicht süß? Darth Revan, Dankeschön für die 100 Bits. Guck mal, ich mach alles kaputt. Ich mach alles kaputt. Ich bringe meine den Farm! Hass. Naja, eine zerstörte Farm ist mir lieber als eine, die nach Halbling riecht. Na siehst du? Den Typen würde man sich auch nicht zum Kaffeekränzchen einladen. Das sind elende Tyrannen. Huhu, jetzt hat es. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Alter, wie sie sich bejubeln, ne? Töten, töten, töten! Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich bleibe hier. Ich baue meine Farm wieder auf. Vielleicht züchte ich jetzt lieber Gurken. Ja. Ja. Gurken reden nicht so viel. Ja. Das wäre schön. Mach mal du ein paar Gurken, Kumpel. Ich glaube, Gurken ist eine gute Idee. Die Schergen nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht, eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Nein, gestohlenes Zeug. Ich trage nur den edelsten Stuff hier. Nur das Feinste vom Feinsten. Ey, die pennen hier rum. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Böse Energie. Es gibt ja hier so ein Karma-System. Sollen wir den bösen Weg einschlagen oder den guten? Unherz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft
mir die Kürbis aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Dankeschön. Dankeschön, Sunshine Girl. Erhol dich. Genieß den Abend. Okay, der Chat ist natürlich für böse. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Warum kann ich nicht im echten Leben schön Overlord sein? Vorsichtig. Ich wäre auch gern Overlord, oder? Ich wäre prädestiniert dafür, ein Overlord zu sein. Erste Runde mache ich immer gut. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Okay, warte mal, die können das hier fallen lassen. Kommt mal ran. Oh nein, da brauche ich 10. Ey, du, Kleiner, lass los. Achso, ich kann es selbst zerstören. Ah, steht's ja. Gut, nochmal Glück gehabt, Kleiner. Sonst hätte ich dich jetzt 4 teilen müssen und federn und... Wahrscheinlich erst federn, dann 4 teilen und dann... mache ich aus dir irgendwas Leckeres. Nicht schwächeln! Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab. Robo, hilf gefälligst beim Tragen, du nutzlose Eiterbeule. Dieser faule Grubo wieder, ne? Fauler alter Sack. Mit einer halben Kralle stemmt er das Ding hier weg. So, wir haben das Turmherz. Alles gut. Hier können wir erstmal nichts mehr machen, deswegen gehen wir zurück in den Turm. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Schergen kontrollieren. Und es scheint, einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr, und sehen, was ihr tut. Kehrt euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Euch zum Gruße! Schnauzekreis! Schnauze! Mach gefälligst Videos für meine Sklavenkanäle. Mann, Mann, Mann. 1, 2, Test. Funktioniert das Ding? Es ist ein bisschen schmutzig. So, dann holen wir mal hier wieder ein paar raus. Hören, Meister? Ah, da seid ihr ja. Herr, die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Egal, wir werden hier alles vernichten. Einige Schergen zusammen und dann auf nach Rauschingen. Nach Rauschingen. Halblinge im Anmarsch, Achtung! Halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr doch welche seid, bleibt, wo ihr seid. Ich ziele. Nach dem Feld, gierige kleine Halblinge. Wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Ja. Ja, lecker. Hier. Oh. Hohoho. Gibt doch nichts über Halblinge verbrennen, ne? Das ist so eine Freude, das ist eine Passion. Ich mach das einfach gerne. Ich verbrenne einfach verdammt gerne kleine Halblinge. Das ist absolut mein Ding. So. Das Spiel ist allgemein genial. Das ist so ein gutes Spiel. Wer hatte denn damals überhaupt die Rechte? Wir hatten das rausgebracht. EA? War es noch zu EA-Zeit? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung, wer der Publisher ist. Noch mehr Halblinge! Rüstet sie! Das meine ich. Damals gab es so viele gute Double-A-Games. Weißt du, es war ja auch kein wahnsinnig großes Triple-A-Spiel. Aber es war so ein gutes Double-A-Game. Davon brauchen wir mehr wieder. Es muss ja nicht immer wieder alles so aufwendig produziert sein wie ein God of War. Ganz und gar nicht. Gott, diese Halblinge. Machen hier richtig Terror, ne? Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. Ja, gut. So erhaltet ihr mehr böse Energie und wer wird stärker? Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus. Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt. Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Jetzt ist er riesig. Einmal hätte er mich beinahe aufgefressen. Seine Handlanger haben unser Essen gestohlen und uns gezwungen, auf den Feldern noch mehr für Wilfried anzubauen. Zombie-Gott, dankeschön für den Sub. Dies ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern für euch. Das ist gut. Das ist gut, dass sie gerne für mich sterben. Die sind super loyal. Ja, die Synchronsprecher sind genial. Es ist einfach ein großartiges Spiel. Ich glaube aber, es hat sich auch nicht wirklich gut verkauft. Ich glaube auch, im Großen und Ganzen war es ein Flop irgendwie. Damals hat ja EA sehr viele Double-A-Games. Hey! Wow, ein Zehner! Riku, super Content. Macht Spaß, deine Videos, Streams zu schauen. Weiter so. Dankeschön für den Zehner. Ja, EA hat ja damals sehr, sehr viele Double-A-Games rausgeballert. Die haben ja damals wirklich wie am Fließband. Ich habe seit Jahren keine mehr gesehen. Hier könnt ihr Schergen opfern, um euren Mana-Vorrat aufzufüllen. Die haben ja damals wirklich wie am Fließband gearbeitet. Die haben rausgehauen, ein Spiel nach dem anderen. Die hatten so viele Lizenzen. Zum Beispiel habe ich letztens auch, weil jetzt bald Hogwarts kommt, habe ich gesehen, oh, guck mal, kann ich das holen oder saufen wir? Können die da ran? Oder brauche ich dafür blaue? Ich schick mal einen hin. Kann ich einen nur hinschicken? Nee, ich glaube, die können da ran. Nee. Na, die ertrinken. Wow, raus. Okay, die ertrinken. Ja, weil ja bald Hogwarts kommt, hatte ich irgendwie Bock, nochmal die alten Harry Potter-Spiele rauszuholen. Ist natürlich wieder ein bisschen schwierig, wegen Lizenzmusik, blablabla. Und irgendwelchen Dialogen, die in den Filmen verwendet werden. Aber die waren nicht so schlecht. Die waren echt nicht so schlecht, diese Harry Potter-Games. Also die hatten damals, EA hatte damals wirklich viele Perlen. Das muss man EA einfach lassen. Das muss das Arbeitslager sein, von dem sie gesprochen haben. Seid vorsichtig, Lord. Rein da, Jungs. Primitive Steinwerfer haben hier nichts verloren. Als drauf. Finsternis in unser Herz. Niedere Kreaturen blöken da hinten rum, die müssen sterben. Warum kann ich da nicht drauf jagen? Los! Tötet diese niederen Wesen! Ermordet sie! Braucht hier noch irgendjemand Rüstung? Für den Meister! Für den Overlord! Mir liegt doch noch eine Rüstung rum. Kann den niemand brauchen? Na, guck mal hier, Grobi. Ich hab's doch gewusst, dass du da noch was brauchen kannst. Psst. Alter, dankeschön für 100 Bits, Mocker Edel! So, schuftet. Moment, 9 von 10? Wo ist denn der andere Dude? Irgendeiner drückt sich hier wieder. Grobi, bist du das? Au! Warum sind ja noch... alles gestorben von meinen Jungs?
Ah, ich gehe selber hoch. Der Chef muss es machen. Nehmt so viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. Einer ist gestorben. Ich hoffe, da hinten ist irgendwo eine Quelle, wo ich wieder Schergen holen kann. Sklavenlager. Hm, verlockend. Nein, wir müssen nicht zurück zum Turm. Okay, wir sind wieder voll. Ja, nice. Guck mal, selbst die Pilze können wir hier abstechen. Ich hasse Pilze. Nein, eigentlich nicht. Ich mag Pilze ganz gerne. Ich esse ganz gerne Pilze. Trotzdem, hier im Spiel hasse ich alles. Ist mein Job, alles zu hassen. Ich habe Schwielen. Meine schönen Hände. Black and White, Alter, auch sowas Geiles. Habe ich auch überlegt, ob ich das mal streamen soll. Black and White, ob ich das zum Laufen krieg. Psst. Hey. Dankeschön, Luis. Nimm mein Geld. Dankeschön für 5 Euro. Großes, großes Dankeschön. Vielen Dank, Herr. Ihr solltet wissen, dass das Lager dort von Steinwerfern verteidigt wird. Steinwerfer, diese Primitiven. Habe ich wieder jemanden verloren? Für den Overlord. Für den Overlord. Huldig dem Overlord. Oh nein, 9 von 10. Jetzt habe ich wirklich einen verloren. Dada, sagen einige. Das finde ich auch immer so geil, diese kleinen süßen Viecher. Ach, wenn ich doch sowas im echten Leben hätte. So kleine Schergen, die für mich arbeiten. Extrem nützlich. Ne, wir können immer noch nur 10 haben. Später können wir natürlich mehr haben. Der Schulzen, guten Abend. Guten Abend. So, hier kann das irgendjemand mitnehmen. Jungs, immer alles mitnehmen. Lass die gute Halblingrüstung hier nicht liegen. Also ich bin schon halb tot. Bald müssen wir welche opfern. Mache ich nur sehr ungern, weil die sind jetzt alle schon so ein bisschen geupgradet. Auch so diese ganzen Ideen, dass man die Rüstung einsammeln kann und alles. Da waren wirklich Leute dran, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben sich Gedanken gemacht und die haben ein gutes Produkt rausgebracht für den Overlord. Wie komme ich denn da rüber? Unten durch oder was? Kommt ihr da hin, Jungs? Nee, ihr kommt da nicht hin. Gehen wir mal hier lang. Hier waren wir noch nicht. Drauf! War der zweite Teil auch noch gut? Ja, der war auch noch gut. Der zweite Teil war auch noch gut. Der hatte ein paar richtig coole Sachen. Der hatte auch DLCs, glaube ich, ne? Der zweite hatte DLCs mit diesem Theaterstück und allem. Das war eigentlich noch richtig cool. Das hat eigentlich auch noch richtig Spaß gemacht. Ey, die 360 war eh für mich immer noch die... Lasst uns raus! Die geilste Konsolenzeit. PlayStation 2, sind noch mehr Gefangene, Xbox 360. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Befreit uns, bitte! So, hier, ihr Bauernknilche. Und jetzt dient! Warum solltet ihr sterben, wenn andere bereit sind, es für euch zu tun? Angst und Ehrfurcht können hilfreiche Güter sein, Herr. Dient dem Overlord. Ja, PlayStation 2 habe ich auch so viele schöne Zockerfahrungen. Ich meine, da gab es ja unglaublich viele geile Spiele. Resident Evil, Silent Hill, God of War. Ach, da so viel Kram. Da drüben sind noch mehr Gefangene. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Ich muss jemanden opfern. Günther, rein mit dir. Rein mit dir. So, so geht's erstmal wieder. Ich will die nicht aufgeben, wenn sie geile Rüstung haben. Bringt uns hier raus! Du bist ja hübsch. Igitt. Igitt. Wie er dran riecht. Klassisches Quantumverhalten. Okay, warte mal. Wir machen erstmal die Kleinen da hinten auf Platz. Ihn. Er hat meinen Bruder gefressen. Er hat meinen Bruder gefressen. Bringt uns hier raus! Geburnt. Jetzt! Schnell! Schnell! Gut so, Jungs. Er ist wieder ein bisschen weg. Ich will nicht hier drin sterben! Jetzt nochmal drauf.
Alter, das ist Profi-Gameplay. Das ist ultimatives Profi-Gameplay. Da schnüffelt er an der Poperze. Hilft ihm auch nicht. Gegen meine Schergen keine Chance. So, retten wir mal alle hier. Hey, hier ist noch Gold, Jungs. Immer das gute Gold. Das ist später so ultimativ wichtig. Lumpi, gib mir das Gold. Dankeschön, Lumpi. Schatz! Hier liegt noch Rüstung rum. Braucht denn niemand die Rüstung? Hier ist diese qualitativ hochwertige Rüstung. Die sieht gut aus. Genau richtig für Schergen. Irgendjemand hat sie eingesammelt. Sehr gut. Unser Befreier! Hey, wir brauchen diesen Kahn nicht mehr. Nehmt ihn. Das ist ja unserer. Verdammte Kreaturen. Das ist ja unserer. Ey, nehmt unseren Kran, wir brauchen ihn nicht mehr. Lasst ihn von den Schergen zum Wegpunkttor bringen. Ist mein eigenes Zeug. Ja, danke schön, dass ihr mir mein Eigentum quasi schenkt. Echt nett. Echt korrekt von euch. So, wir haben den Kran. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Rad. Ach, da können wir die befreien. Hurra! Ich werde euch alle unterjochen. So, nur damit ihr Bescheid wisst. Auf geht's! Auf nach Rauschingen! Auf nach Rauschingen! Let's go! Richtig schön high werden. Muss richtig schön batschen. Das geht nur in Rauschingen. Da kannst du dich richtig schön berauschen. So, hier nochmal drauf. Alles weg. Kloppen. Schön kloppen. Für den Overlord. Ja, 200% Armee. Ich glaube, es ging sogar 250 oder liege ich da falsch? Ich glaube, es ging sogar noch ein bisschen weiter als 200. Oder ging es sogar 300? Weißt du, man konnte sie richtig schön buff machen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Oh, guck mal hier, so ein großer, fetter Hammer. Stewie, das ist doch was für dich. Du bist doch so ein Hammerfreak. Gönn dir mal. Na, will er nicht. So, Jungs, macht auf die Bude. Ich meine auch 250%. Ja, ich weiß nicht mal. Also 250 bin ich mir relativ sicher. So, warte mal. Was ist meine Mission? Besuche das Dorf Rauschingen. Wo geht's denn nach Rauschingen? Weil hier geht's ja jetzt wieder zurück. Was ist das denn hier? Was hat er sich denn da geschnappt? Was war das denn? Sah aus wie so ein Bienenkorb. Wir können noch mal ganz kurz zurück. Wegen dem Kran. So. Mit dem Kran können wir jetzt den Turm wieder aufbauen, Herr. Dieser Kran ist genau richtig. Eure Schergen öffnen das Verlies. Seht es euch an. Es ist so wohltuend. Ihr könnt dort unten gegen so ziemlich alles kämpfen, sofern ihr es zuvor bereits einmal besiegt habt. Ave! Dankeschön, Big Boss, für 5 Euro und für die netten speziellen Worte. Dankeschön. So, wir haben jetzt das Verlies. Gehen wir mal rein. Werfen wir mal einen Blick rein. Wenn ihr an eurer Kampfeskunst arbeiten wollt, Herr, ist dies genau der richtige Ort. Viele der Gegner, die ihr vernichtet habt, werden im Turm nachgebildet, sodass ihr sie immer wieder töten könnt. Zum Vergnügen. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und zwar habe ich damals immer geguckt, dass ich da eine starke Armee habe, weil die Waffen bleiben, bis sie sterben. Schergen! Jetzt wird gekämpft! Ja! Hier im Verlies ist es düster, dunkel und feucht. So wie wir es mögen. So, und jetzt applaudiert für den Overlord!
Ich bin's, der Overlord. Ja, früher habe ich immer meine Schergen extra nochmal schön buff gemacht, damit die hier richtig tough sind. Boah, ich habe noch richtig viel gegrindet damals, kann ich mich auch erinnern. Hab damals 1000 Gamerscore in dem Spiel gemacht. In beiden. Ich glaube, im 2 ging es sogar mehr als 1000, weil es ja noch diese Story-DLCs hatte. Aber ja, war nice. In der Arena, stimmt. Die wurde auch später richtig schwer, die Arena. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Arena richtig übel war später. Ja, hier hat man dann diese ganzen Arena-Aufgaben. So, Halblinge haben wir jetzt geschafft. Dann haben wir Schwertkämpfer und den Troll. Also alle Gegner kommen nochmal in die Arena als Special Event, ja. Euch zum Gruße! Zum Gruße! So, wir müssen jetzt ins Sklavenlager. Dann müssen wir die Hügel. Hügelland. Geht's da weiter? Ich glaube ja. Beschafft euch eine Mätresse für euren Turm. Besucht das Dorf Rauschingen. Okay, ich glaube, wir müssen nach Rauschingen. Über Hügelland. Gehen wir mal da mal hin. Gehen wir da mal hin. Wo sind meine Sklavorinos? Hier drüben. So. Also ja, ich kann mich an die Arena gut erinnern, denn da waren einige schwere Achievements mit dabei. Daran kann ich mich erinnern, dass es da so ein paar Sachen gab, wo man schon ein bisschen taktisch rangehen musste. Und auch dieses Level 250, was die Stärke angeht, da musste man, soweit ich weiß, auch an einem bestimmten Ort, wo es dann halt wirklich ausreichend Kram gibt. Also einige Sachen waren schon ein bisschen tricky, aber trotz allem realistischer Tausender. Rau, rau, rau. Ich glaube, hier drüben konnte man sich immer gut hochlaben. Ja, später habe ich mehr. Das ist ja jetzt hier noch am Anfang. Jetzt haben wir 10, irgendwann haben wir 50 oder 100 sogar. Ich glaube, bis 100 geht's. Nein, nein, 25 Schergen ist... Nee, nee, es ging mehr. Es ging viel, viel mehr. Ich glaube, bis 100 ging es sogar. So, wir waren hier. Das ist das Dorf. Wie kommen wir da jetzt rein? Ah, sie öffnen wir die Pforte. Wir haben uns gerettet. Unsere Jungs sind in Sicherheit. Gut gemacht, my Lord. Wir haben keine Sekunde an euch gezweifelt. Wir haben vorhin nur ein wenig gescherzt. Nichts für ungut. Na, du weißt, ich kann dich in der Mitte durchreißen. Ah, schön zu sehen, dass jemand zur Abwechslung mal Spaß hat. Ein ziemlich wilder Haufen, nicht wahr? In Ruboria kennt man mich als Archibaldamus Methusalem Schwabbelbauch der Dritte. Aber hier bin ich einfach Argy. Die Zeiten sind schwer. Die Halblinge haben fast alle Farmen geplündert und plötzlich standen alle in Rauschingen vor meiner Haustür. Ich wurde Bürgermeister. Ich habe Getränke, ja, aber kein Essen für sie. So, ich brauche ein paar... tapfere Ritter, die den Halblingen das gestohlene Essen wieder abnehmen. Ihr Dorf liegt im Osten. Sie haben wohl alles dorthin gebracht. Geht! Ein voller Bauch für uns bedeutet volle Taschen für euch, wenn ihr versteht. Wie viele Spielstunden ich damals auf der Xbox hatte, boah, das kann ich ja nicht sagen. Ich habe es zweimal durchgespielt. Einmal auf gut, einmal auf böse. Damals hatte ich aber auch noch so viel Zeit und ich habe das alles nicht aufgenommen. Ich habe ja damals Guides geschrieben für Achievements und da hatte ich so viel Zeit, Leute. Da habe ich im Kino gearbeitet, da kam ich nach Hause nach dem Kino, habe die Konsole angeworfen, in meiner Party waren dann immer alle Leute drin. Ihr und eure Kreaturen habt uns viel Arbeit erspart. Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Alles klar, dann gehen wir mal hin zur alten Werkstatt. Eine neue Mission. Das Gelände ist doch größer, als man denken mag. Diese Wurzeln? Hohoho. Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Elfen haben ihren Wald einfach nicht im Griff.
Diese Wurzeln machen uns alles kaputt. Der Wald ist total verrückt. Das ist nicht normal, sage ich euch. Ich hab's mit Abschneiden und Anzünden versucht. Nichts hilft. Das ist Elfenmagie, diese seltsamen, spitzohrigen Wegelagerer. Rassismus gegen Elfen darf man heutzutage nicht mehr machen, Freunde. Die Zeiten sind vorbei. Auch Fabelwesen haben Rechte. War jetzt kein Witz. Es gibt wirklich Leute, die sagen, geht nicht. Rassismus gegen Elfen ist uncool. Ich kannte mal ein Mädel, die hat sich die Ohren anspitzen lassen. Damit sie Elfenohren hat. Kein Scheiß. Elfenohren. Die hat sich nämlich als Elfe gefühlt. Heutzutage hätte ich gesagt... Geschmolzene Rüstungen sind wirklich fürchterlich, Herr. Ihr müsst die roten Schergen finden. Ihre Haut absorbiert das Feuer. So bekommt ihr keine Hitze ab. Okay, wir bauen hier die Roden. Hier kommen wir also noch gar nicht weiter. Wir müssen erst die Nummer mit dem Essen machen. Ja, aber hätte ich zu der gesagt, du doofe Elfe, die hätte gesagt, Rassist. So ist es eben. Wo geht's denn hier lang? Die Ruinen, auch feurig. Das ist einer unserer Schmelzöfen. Und diese Teufel haben rote Schergen gefangen genommen, mit denen sie ihn anfachen. Sie müssen in den Tunneln unter Rauschingen gefangen sein. Wir müssen das Feuer löschen, damit wir ihn tragen können. Dafür müsst ihr aber Rote herbeirufen können. Wir brauchen das rote Schergennest. Okay, ist ja gut. Ist ja gut, Chef. Das Rode. Na, ihr Dorfbewohner, ich schlachte eure Schafe. Würde mir ganz schön auf die Nüsse gehen. Geht und kümmert euch um Wilfried. So, Wilfried muss weg. Schloss Rauschingen wird belagert. Es brennt. Die Dämonen, sie kamen direkt aus der Luft. Die Frau sagte, wir sollen laufen. Also bin ich gelaufen. Und ich habe mich nach nichts und niemandem umgesehen. Auch nicht, als das Geschrei losging. Ich gehe garantiert nicht zurück. Aber du musst. Schatz. Komm, geh ran. Grobi, du machst gefälligst mit. Die Schatzausrede zieht nicht. Du kannst nicht einfach immer nur Schatz sagen und mir irgendwas hinhalten, Grobi. Du musst trotzdem arbeiten. Nicht mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Der Geruch von Magie liegt in der Luft und das ist nicht gut. Herr, ihr solltet das näher untersuchen. Oh, jetzt kommen diese komischen Käfer. Stimmt, da gab es auch noch diese Käfer, die dann so Explosionen gemacht haben, wo dann die Roten immun waren gegen Rote... Ja, guck mal, hier, genau der. Weg. Genau, Elemente gab es hier ganz viele. So, sehr gut, gut gemacht, Jungs. Ich brauche die Roten. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz dringend. Ich habe aber kein Nest. Ich brauche erstmal das rote Nest. Davor können wir gar keine Roten hier holen. Auch wenn wir hier schon den roten Tümpel haben. Und rote Energie. So, Günther. Bring mir den Kram. Schatz. Dankeschön, Günther. Komm, schnell. Alle drauf und ja. Nice. Steuerung, wie gesagt, wenn man dann so 10, 15 Minuten gespielt hat, ist die eigentlich super simpel. Es ist eine Schande, dass diese Serie kaputt ist. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals einen neuen Teil kriegen werden. Da wagt sich niemand mehr ran. Ist echt schade, weil an sich, ganz ehrlich, ist cool. Es ist ein super cooles Spiel. Ich könnte mir vorstellen, mit moderner Grafik, das könnte funktionieren. Ich mag eh dieses Konzept, dass man halt Einheiten so kontrolliert, so schergenmäßig. Finde ich irgendwie richtig geil. Ja, einen Knack 3 werden wir auch nicht bekommen. Never. Glaube ich nicht dran. Es gibt ja so Gerüchte, Knack 3 kommt, glaube ich nicht. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass wir Knack 3 bekommen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Knack sich so gut verkauft hat. Knack 1 hat sich, glaube ich, nur gut verkauft. Geht's hier nirgendwo weiter? Hat sich, glaube ich, nur gut verkauft, weil es eben damals ein Starttitel war. Und viele damals...
also Eltern, die sich dann gedacht haben, oh, ich kaufe unserem Kind eine PlayStation 4. Die haben sich gedacht, ja, was könnten wir denn dem Kind geben? Und damals, zu Anfangszeiten bei der PlayStation 4, war halt Knack das Referenzspiel. So für Kinder. Obwohl es eigentlich gar nicht so kiddie-mäßig war, ne? Es war eigentlich echt ein geiles Game. Ein richtig geiles Game. So, bei der Burg kommen wir auch nicht weiter, weil wir auch hier Rote brauchen, oder wie? Alles klar, wo war denn noch ein Weg? Die Burg kommt auch erst später. Ey, ich fand Knack auch richtig gut. Ich fand Knack richtig gut. Ich fand auch diese Idee geil. Dieser Effekt, den sie auch da hatten, da mit diesen ganzen Klötzen und Partikeln und so. Das war auch, was grafisch angeht, echt... Die besten Helden sind die mit einer eigenen Armee. Das war echt geil. Da war ein rotes Nest. Ja, wir brauchen doch erstmal das Nest im Turm, dachte ich, um die zu beschwören. War das nicht damals so, dass man damals... Ich werde diesen Halblinggestank nicht los. Dass man damals diese ganzen Nester finden musste. Hier ist noch ein Tor. Ja, da müssen wir. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Nein, obwohl vielleicht. Was zahlst du? Ich könnte vielleicht eventuell 1-2 entbehren. Was ist das denn für ein Ding da unten? Eine überfahrene Ratte oder was soll das sein? So, drauf Jungs, vernichten. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Wie oft denn noch? Nein, die sind nicht verkäuflich. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Wir verkaufen diese Kreaturen nicht. Oh nein, einer von meinen ist gestorben. Die sind aber auch echt instabil. Guck mal hier, die Leiche. Wer konnte nochmal heilen? Waren das die Grünen oder die Blauen? Irgendjemand konnte auch nochmal heilen und wiederbeleben. Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Es gab eine Möglichkeit, sie wiederzubeleben. So, Herr der Ringe goes wrong. Guck, wir können hier keine Roten rufen, weil wir noch nicht das Hauptnest haben. Und rein mit Jungs! Rein mit Jungs, rein mit euch Jungs. Geht da rein. Erledigt alles. Brennt die Hütte nieder. So ist gut. So ist recht, so ist brav. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister. Das möchte ich nicht verpassen. Ein Fest mir zu Ehren, weil ich so ein geiler Overlord bin? Alright, let's go. Erstmal die Schmeißer hier erledigen. Dann den Dicken. So ist gut. Oh, oh, der Dicke ist ja schon hier. Warum die Schmeißer hier noch? Alle zu mir. Irgendjemand ist gestorben. So, hier nochmal drauf. Jetzt! Weg, 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 weg. Er macht einen Stampfer. Und drauf, Jungs! Nieder mit dem fetten Troll. Gott, ist der hässlich, wie der Arsch wackelt. Wie der Bob ist da hinten noch rumwackelt. Ich brauche 9. Wir müssen schon vollzählig sein. Das ist wichtig. Wir müssen schon die komplette Stärke besitzen. So, Bilbo, du musst auch mit. Ach, Skör, so siehst du aus. Mann, du bist aber echt hart zu dir. So sieht Pfälzer aus, wenn der Filter aus ist. Der Troll ist einfach Pfälzer ohne Filter. Ohne Photoshop. Labet euren Overlord. Labet ihn.
Immer schön hier alles plündern. Wir können uns wohl noch nicht ins Getümmel stürzen. Solange die hier beschäftigt sind, solltet ihr herausfinden, wo diese Gierschlunde das Essen von Rauschingen versteckt haben. Diese Gierschlunde, wo haben die das Essen versteckt? Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet, Herr. Ja, das tue ich. Ja, soll er ruhig machen. Samstagabend Magic-Turnier. In meinem Garten. Da können wir es austragen.